Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In diesem Jahr habe ich zwei Videos veröffentlicht, ein Food Diary und ein Vlog. Und in beiden Videos gab es einige Sequenzen zur Hagebutte. Vor allem auch in meinem Food Diary war zu erkennen, dass ich regelmäßig Hagebutten esse. Das ist eine regionale Wildfrucht, die es kostenlos draußen in der Natur gibt. Und es gab auf YouTube wie auch auf Facebook einige Nachfragen: Kann man denn Hagebutten roh essen? Wie isst man denn die Hagebutte? Da habe ich mir gleich gedacht, ich mache ein Video dazu. Ich wollte schon ganz lange zur Hagebutte ein Video machen. Ich habe auf meinem Kanal in den letzten 3 Jahren auch zu verschiedenen Wildkräutern und Wildfrüchten wie eben Sanddorn oder Brombeeren auch schon Videos gemacht. In einem kleinen Wildkräutervideo kam auch schon ganz kurz die Hagebutte vor, beziehungsweise die Blätter der Hagebutte. Heute möchte ich mich in diesem Video auf die Hagebutte konzentrieren. Und es gibt in diesem Video Informationen: Kann man Hagebutten überhaupt roh essen? Wie kann man sie am besten roh essen? Und wie kann man sich ein wundervolles, ganz tolles Hagebuttenpulver selber herstellen? Und bevor es diese Informationen gibt, gibt es nochmal einige allgemeine, interessante Informationen und vor allem Bilder zur Hagebutte. Eins möchte ich noch schnell hinzufügen: Es gibt ja verschiedene Hagebuttenarten, die Formen und die Farben variieren, und bei dem Rohessen, da beziehe ich mich vor allem auf die kleinen, schmalen Hagebutten. Hagebutten sind sogenannte Sammelnussfrüchte verschiedener wildwachsender Rosenarten. Es gibt über 200 Arten. Unter Hagebutten versteht man die Früchte der gemeinen, also der gewöhnlichen Heckenrose bzw. Hundsrose. Der rote Anteil der Hagebutten ist der fleischig gewordene Blütenboden, der die Nüsschen umgibt. Die eigentlichen Früchte sind die Nüsschen, also die Samen in der Hagebutte. Die echten Früchte befinden sich im Inneren der Hagebutte. Das Wort Hagebutte ist ein mitteldeutsches Wort und ist aus zwei Silben zusammengesetzt. Die erste Silbe Hag bedeutet Gebüsch. Für die zweite Silbe Butte habe ich zwei verschiedene Bedeutungen gefunden. Zum einen, die zweite Silbe Butte kann mit kleinem Fläschchen oder Fässchen übersetzt werden, oder Butte ist verwandt mit Butze und das steht für Kerngehäuse. Die Hagebutte ist als wildwachsendes Rosengewächs weltweit verbreitet. Sie kommt vor allem in Europa, Nordafrika und Vorder- und Mittelasien vor. Die im Handel erhältlichen Früchte oder Pulver stammen aber vorwiegend aus Anbaukulturen. Jetzt mal noch was Historisches. Die Hagebutte soll schon vor mehr als 4000 Jahren in Persien, dem heutigen Iran, aufgrund der gesundheitlichen Wirkung angebaut worden sein. Schauen wir uns mal die Inhaltsstoffe der Hagebutte an. Die Hagebutte enthält reichlich Vitamin C. So soll eine Hagebutte 20 mal mehr Vitamin C enthalten als eine Orange. Dann enthalten Hagebutten Carotinoide, Flavonoide, Pektin, Fruchtsäuren, Kupfer, Zink, Magnesium, Vitamin K, und in den Kernen soll die wichtige Omega-3-Fettsäure enthalten sein. In vollreifen Hagebuttenfrüchten sind viele pharmakologisch wirksame Inhaltsstoffe enthalten. Kerne, Fruchtpüree und Schale enthalten Wirkstoffe in unterschiedlicher Konzentration. In der Schale soll die Konzentration der Vitalstoffe nachweislich am höchsten sein. Ich möchte euch jetzt nochmal ein Zitat vorlesen, welches ich auf einer Seite gefunden habe, die sich der Hagebutte widmet. Ich werde euch die Seite dann auch unten in der Infobox verlinken. Synthetische Arzneimittel enthalten in der Regel nur einen einzigen oder einige wenige Wirkstoffe, die auf die Beeinflussung eines bestimmten Stoffwechselprozesses abzielen. Naturheilmittel, die entweder aus ganzen Pflanzenteilen oder aus wässrigen oder öligen Extrakten bestehen, halten in einer verschwenderischen Vielfalt einen ganzen Cocktail an stoffwechselaktiven Substanzen sowie einer Reihe von Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen und komplexen Biokatalysatoren, also Enzyme, und anderer Stoffe bereit, deren sich der körperliche Stoffwechsel und das Immunsystem bedienen kann.
2003 entdeckte ein dänisches Forscherteam eine bis dahin unbekannte weitere Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen, die auch in der Hagebutte enthalten sind, und das sind die sogenannten Galactolipide. Das ist eine Verbindung aus dem Zucker Galactose und verschiedenen Fettsäuren, die über Glycerin miteinander verbunden sind. Die Galactolipide sind thermolabil, das heißt, sie zerfallen bei Temperaturen über 40 Grad. Und diese Galactolipide sollen einen entzündungshemmenden Effekt erzeugen, also den man auch der Hagebutte nachsagt. Aber ich möchte noch hinzufügen, diese Galactolipide gibt es nicht nur in der Hagebutte, sondern auch noch in anderen echten Lebensmitteln, wie zum Beispiel in Bohnen, in Erbsen, in Brokkoli und in Kürbis. Können Hagebutten roh gegessen werden? Ja, Hagebutten können auf alle Fälle auch roh gegessen werden, entgegen einiger Meinungen, die man im Internet findet. Wichtig dabei ist, dass man eine Regel besonders beachtet, indem man dafür vollreife, weiche Früchte verwendet. Wenn die Schale bei leichtem Fingerdruck etwas nachgibt und sich die Früchte leicht pflücken lassen, dann habt ihr Früchte, die für das rohe Essen auf alle Fälle geeignet sind. In vielen Fällen sollen noch die Härchen, also die Samen, die Nüsschen in der Hagebutte entfernt werden. Ich werde euch später noch ein kleines Beispiel geben, wann ich Hagebutten komplett esse, beziehungsweise die Kerne nach dem Essen dann ausspucke. Die Erntezeit fürs Rohessen ist meistens nach dem ersten Frost, dann beginnen die Hagebutten weich zu werden. Und je später geerntet wird, umso süßer ist der Geschmack. Hier seht ihr ein paar vollreife Hagebutten. Wenn sie vollreif sind, können sie auch roh gegessen werden. Und ein Merkmal, damit ihr erkennt, wann Hagebutten vollreif sind. Simon, nimmt ihr mal eine Hagebutte? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Simon drückt jetzt mal drauf. Die Schale auf Fingerdruck gibt die dann nach. Das ist also eine sehr weiche Hagebutte. Die darf sich auf keinen Fall hart anfühlen. Simon, zerdrückst du mal. Man kann sie praktisch auch so zerdrücken. Da seht ihr, da kommen schon ein paar Samen raus. Wir hatten vor ein paar Tagen schon eine Aufnahme gemacht mit richtig frischen Hagebutten. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man das Hagebuttenmus herausdrückt. Simon, nimm dir noch mal eine Hagebutte. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich fokussiere das mal noch ein bisschen. An der Seite, an der Unterseite der Hagebutte, also nicht an der Seite, wo man abpflückt, sondern an der Unterseite, an der Spitze, wenn die Hagebutten richtig reif sind, da entstehen so kleine Öffnungen. Ich glaube, das kann man hier ganz gut erkennen. Und wenn man dann zum Beispiel eine Hagebutte frisch vom Strauch pflückt oder dann auch pflückt und mit nach Hause nimmt, das geht auch ein paar Tage danach noch, dann kann man auf diese Hagebutte drücken, so ganz leicht, so ein bisschen den Druck nach vorne, und dann kommt aus dieser Hagebutte ein Hagebuttenmus, was man essen kann. Sehr, sehr köstlich, und gerade die vollreifen Hagebutten, die schmecken süßlich-sauer, die tendieren mehr in die Richtung süß, und es ist ein wunderbares, wildes Hagebuttenmus. Also würde ich jedem empfehlen, der draußen in der Natur unterwegs ist und Hagebutten findet, dann einfach mal vollreife Hagebutten suchen und dieses köstliche Wildmus probieren. Hier habe ich zwei Hagebutten, die habe ich schon ein bisschen zerdrückt, um euch zu zeigen, wie unterschiedlich behaart die Samen in der Hagebutte sein können. Hier könnt ihr das so, ich hoffe, ihr könnt es hier so erkennen, bei der linken Hagebutte, da haben die Samen eben Härchen, und die, wenn man diese Hagebutte dann so isst und runterschluckt, dann kann das im Hals kratzen. Und auf der linken Seite seht ihr eine Hagebutte, wo die Kerne ganz minimal nur behaart sind. Und diese Hagebutten, die kann man dann einfach so essen, da kann man dann die Kerne ausspucken oder die Kerne einfach mit runterschlucken. Aber die sicherste Variante ist das, wenn man, so wie Simon das gezeigt hat, an dem einen Ende, also der Spitze der Hagebutte, die ist ja dann manchmal auch schon so aufgebrochen, so leicht, wenn man dieses Hagebuttenmus herausdrückt. Wenn ihr nur das Mus aus der Hagebutte herausdrückt und ihr ein Dürrgerät habt, dann bitte nicht die Reste wegschmeißen, sondern einfach dürren. Ich habe jetzt hier auch noch ein paar frische Hagebutten. Ihr seht zwischendrin die zerdrückten Hagebutten. Das sind die Hagebutten, wo wir eben das Hagebuttenmus schon gegessen haben. Diese Hagebutten dürre ich jetzt trocken, richtig trocken, mahle sie fein, und dann habe ich wunderbares, selbstgemachtes Hagebuttenpulver. Hier seht ihr jetzt die getrockneten Hagebutten. Ich habe das Ganze die ersten 4-5 Stunden bei 45 Grad getrocknet,
und die letzten 15 Stunden bei 40 Grad und das Ganze werde ich jetzt mahlen, fein mahlen. Fertig ist mein Hagebuttenpulver. Ich habe jetzt die Hagebutten mit meinem Hochleistungsmixer, dem Vitamix, gemixt. Und so ein Pulver entsteht vor allem dann, wenn die Hagebutten richtig gut durchgetrocknet sind und wenn man eben einen Hochleistungsmixer mit viel Kraft benutzt, der zum Beispiel auch die Kerne fast fein mixen kann. Ihr seht hier die hellen Punkte. Das sind noch die Überreste der Kerne. Also ich müsste jetzt noch ein bisschen länger mahlen, damit die Kerne auch wirklich ganz, ganz fein zu Pulver gemahlen werden. Aber mir reicht jetzt die Konsistenz die Konsistenz des Pulvers reicht mir jetzt auch so. Ich werde das Ganze jetzt noch in ein Glas umfüllen und dann habe ich immer super Pulver von regionalen wilden Früchten, die auch noch Vitamin C enthalten. Und dabei ist eben auch die schonende Trocknung wichtig, am besten bei 40 Grad oder noch weniger, vielleicht sogar bei 35 Grad trocknen, damit der Vitamin C-Gehalt auch erhalten bleibt. Aber man muss auch sagen, Vitamin C nimmt im Laufe der Lagerung ab. Also zum Beispiel auch der Vitamin C-Gehalt in Äpfeln, in Lageräpfeln, ist am Ende kaum noch vorhanden, weil eben bei der Lagerung Vitamin C abgebaut wird. Also am besten auch immer noch Hagebutten frisch am Strauch über den Winter zu sich nehmen. Das Pulver kann auf unterschiedlichste Weise verwendet werden. Es kann mit zum morgendlichen Müsli gegeben werden, in grüne Smoothies, in Shakes aus Früchten, in Energiebällchen. Also die Bandbreite der Verwendung ist wirklich ganz vielfältig. Oder ihr vermischt euch das einfach mit Wasser und trinkt es so. Also wer Hagebutten mag, der mag auch dieses Pulver und kann es gut in die alltägliche Ernährung integrieren. Das erste Mal in meinem Leben bin ich in meiner Kindheit mit der Hagebutte konfrontiert worden, mit dem sogenannten Juckpulver. Vielleicht können sich ja einige von euch erinnern. Wir hatten damals vor allem bei uns im Wohnort diese großen, dickbauchigen Hagebutten. Die haben wir aufgebrochen und dann die Nüsse, die Samen herausgenommen. Da sind ja immer die Härchen dran und die verursachen ja diesen Juckreiz. Und dann haben wir immer so ein bisschen von diesen Samen, von diesen Kernen genommen und dann einfach jemanden schnell von oben hinten ins T-Shirt oder in den Pullover gesteckt, dass es eben am Rücken juckte. Ich glaube, das haben ganz viele Kinder durchgemacht und wir haben damals auch immer sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich habe jetzt aber immer mal wieder gelesen, dass diese Härchen eben auch so eine Art Allergie verursachen können. Wirklich Hautrötungen, Hautreizungen. Die Hagebutte kann man nicht nur roh essen oder sich selbst ein Pulver daraus mischen. Auch im Handel gibt es Pulver, es gibt auch getrocknete Hagebuttenschalen, zum Beispiel für Tee. Und es gibt auch ein Öl aus den Hagebuttenkernen, vor allem für die Hautpflege. Ich war letztes Jahr im November hier in der Nähe von Leipzig mit lieben Freunden spazieren um einen See herum. Und da waren auch zwei ganz tolle Labrador-Hündinnen von einer lieben Freundin dabei. Und ich hatte dann schon ganz begeistert Hagebutten gepflückt und habe gemerkt, oh, jetzt im November sind sie reif und weich und habe mit Begeisterung Hagebutten gegessen. Und eine der Hündinnen stand dann immer so vor mir und hat mich immer so angebettelt, dass ich ihr doch was abgebe. Und die Hundehalterin hat gesagt, mach ruhig. Und dann habe ich ihr die Hagebutten gegeben und sie war ganz wild darauf. Und kurz darauf schickte mir die Freundin ein Video und sagt, schau mal, seitdem du ihr die Hagebutten gegeben hast, ist sie ganz verrückt nach Hagebutten. Jedes Mal, wenn wir unseren Spaziergang machen, frisst sie erstmal Hagebutten. Dieses Video war dann, glaube ich, vom Dezember. Das ist auch verloren gegangen. Also in diesem Video sind zwei wichtige Videosequenzen verloren gegangen. Und da habe ich mir nochmal ein neues Video schicken lassen. Und das hat sie vor ein paar Tagen aufgenommen. Und diese kurze Sequenz blende ich hier einfach mal ein. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf ein altes, bekanntes Volkslied hinweisen, was der Hagebutte gewidmet ist. Ein Männlein steht im Walde. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Volkslied. Ich habe da hier auch ein Buch, der Liederquell. Über 57 Volkslieder aus Vergangenheit und Gegenwart. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass es immer noch so einen kleinen Text zu jedem Lied gibt, dass man dann weiß, wann wurde dieses Lied von wem gedichtet, wer hat die Melodie dazu beigesteuert und da gibt es immer noch ein bisschen was Historisches. Und bei Ein Männlein steht im Walde steht Folgendes.
1843 dichtete Heinrich Hoffmann von Fallersleben die Verse. Die Melodie ist eine Volksweise der Zeit. Die Lösung des Rätselliedes wird oft falsch mit dem Fliegenpilz genannt. Der hat aber kein kleines schwarzes Käppelein. Also das Lied besteht ja aus zwei Strophen, die gesungen werden. Und dann gibt es noch eine Strophe, die dann gesprochen wird. Das Männlein dort auf einem Bein, mit seinem roten Mäntelein und seinem schwarzen Käppelein, kann nur die Hagebutte sein. Also der Heinrich Hoffmann von Fallersleben hat ja diese Rätselverse entwickelt und wollte die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen irreführen, weil es ja an dem Lied auch heißt, sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein. Und die Hagebutte kommt ja nie einzeln vor. Es gibt immer einen großen Strauch und da hängen immer ganz viele Hagebutten dran. Also ein bisschen irreführen, nicht der Fliegenpilz ist gemeint, sondern die Hagebutte. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst mir gerne Kommentare unter diesem Video. Esst ihr selber Rohhagebutten oder brüht ihr euch Tee daraus? Verwendet ihr die Hagebutte auf einer ganz anderen Art und Weise, als wie ich sie hier gezeigt habe? Oder verwendet ihr Produkte mit Hagebutten? Ich bin gespannt auf unseren Austausch. Ich wünsche euch jetzt noch alles Liebe, alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Silke.